Gefühl, Hardline, weiter geht's. So, wo ist die Drecksau? Leo, lass das Rennen sein! Nick, da kommen noch mehr! Ach ja, ja. Danke. Wird hier schön rumgeballert. Kleinen Wichser, ey. Mann, kaum Muni hier, ey. Was ist hier los? Was ist denn der Penner? Ey, verarschen die Wichser, ey. Was ist denn das für ein Bullshit, ey? Rennt er hier im Kreis, Alter, mit einer Schwuchtel oder was? Oder eine Macke oder was? Oh, weiter geht's hier. Mal schön in die Fresse boxen. Hast du Leo? Das Tempo traut man ihm gar nicht zu. Meine Fresse, ey. Ich suche ihn auf den Kameras. Gut, sag Bescheid. Geht hier durch. Ach, ich knall dich gleich ab, Alter. Naja, mach doch mal die scheiß Tür auf hier. Boah, ey. Was soll denn der Quatsch? Na endlich. Scheiß weggerenne hier. Los, zumachen und runter. Verdammt, los! Er kommt vom Hut! Die Durchsage für alle Gäste und Mitarbeiter. Es liegt ein Notfall vor. Wer sich im Zimmer befindet, sollte die Tür abschließen und vom Fenster wegbleiben. Wer sich in einem Hotel sofort verlassen, die Polizei ist verständigt. Wo ist denn wieder? Wo ist denn wieder 10 Meter Turm? Jungs, wo? Weiter geht's hier. Vorsicht, Nick. Jede Menge Zivilisten. Ja, ja. Das sind Idioten, die hier rumballern. Man labert doch nicht so viel, ey. Meine Fresse, ey. Mach euch alle kalt, Alter. Diese kleinen Wichser, ey. Mann. Hat er nun davon? Wachzentrale gefunden. Geh weiter den Gang runter, dann stößt du auf die Lobby. Da ist Leo. Okay, mach ich. Da ist der Nick. Über der Lobby im ersten Stock. Geh weg, alle abballern, die Wichser. Bewegt er sich? Er ist in einem der Büros. Nick, da kommen noch mehr in die Lobby. Die dürfen dich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Ja, hier ist Nick unten. Ne? Schwärmt aus und findet Leo. Was? Randy, die Lage ist beschissen. Boah, scheiße. Gibt's doch gar nicht. Boah, stirb, Alter. Und
Junge, du Penner, ey. Versuchen wir die Granate. So, Ruhe im Karton. Weiter geht's hier. Auf die Hütte. Dafür, dass das dein erster Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey. Kai! Kein verdammtes Wort mehr. Kai. Meine Marke? Hör auf! Das oder sonst was? Kapiert? Herr Gott! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine. Hey, du hast ihn so zugerichtet. So, hoch in die Büro. Dann müssen wir die Fotze umlegen, Alter. Komm, Bewegung. Okay, ich komme. Dumme Schlampe, Alter. Und das nennt Dos also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du sie. Na. Ja. Ich bin ja auch die Schwuchtel, wa? Die Schwuchtel mit der Tasche. Das war's schon. Da ja nicht hier, ey. Boah, Alter, hier. Was ist denn hier los? Los, rein mit ihm in den Truck. Ah, sehe ich genauso. Kannst du den fahren? Leo ja, ist da, ruhig. Los! Wo war der erste hier? Mein letzter Einsatz war ein Desaster. Okay, ich fahr los! Wir haben Leo, wo soll er hin? Ja, zieh mit Benzit. Okay, Mann. Nein, Schatz. Nicht zu übersehen. Okay, geht klar. Er ist angepasst. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der Brücke ist die Bürgernase. Nun kommt hier ihr Wichser, ey. Da ist Dorf. Hubschrauber? Leo ist wichtiger als du glaubst. Folge dem Weg. Bäm, Alter. Los mit dem Auto. Einfach durch. Alter. Alles okay? Weiter, los! Was ist denn hier los, ey? Scheiß drauf, geht da! Da ist das! Boah, was ist denn hier los, Alter? Meine Fresse, ey. Tja, ich habe euch zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr fertig, aber unauffällig arbeiten nicht. Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holprig, Captain. Oh, Leo war nicht angeschnallt. Ach so. Helft ihm hoch. Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective, hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Blöder Hurensohn, Alter. Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Haben doch alle eine Macke, ey. Gleich weiter hier.
Oh Mann, ey. Episode 3, Fütterungszeit. Miami leidet unter einer regelrechten Kokainflut. Und Leo Stingray weiß, wer dafür verantwortlich ist. Mal sehen, was der Bastard weiß. Kokain. Eine schöne Leine ziehen. Kokain. Oh ja. So ist das. Fallakten per Haftbefehl gesucht. Ja. Machen wir einfach mal hier gemütlich weiter und los geht's. Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo, er hat uns verraten, was er weiß und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und... Zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, genannt Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist hitzköpfig. Ja. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Blöde Schlampe, Alter. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Na, hast ja schön geschnüffelt, ey. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, ein Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Na, mach ich auch. Das ist doch kein Nationalpark, Alter. Das ist ein Dreckssumpf. Leos Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Doss die Karte gegeben. Hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Die Dealer behalten ihre Pakete per Funk im Blick. Die Zahl auf Leos Karte ist sicher die Frequenz. Sieh einer an. Wir haben ein Signal. Fahr nah an ein Paket ran, dann markiere ich es mit einem Zielpfeil. Mal sehen, wer das Ding abholt. Mal
Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstagen die Köpfe eingeschlagen. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, da ging irres Zeug ab. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat deine Mom dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Mamas Liebling. So eine Überraschung. So, bevor wir uns diese Drogenpakete holen, sichern, stapeln, abgeben, was auch immer, machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Haut da rein. Bis dann.